Grüßt euch aus Franken, aus Trebgast, um genau zu sein. Ja, ich bin jetzt mittlerweile beim Startort in Trebgast vom Bikepack in Franconia angekommen. Mein Auto ist schon quasi vorbereitet, muss ich nur noch mein Radl auspacken und ein bisschen Feinheiten einpacken. Genau, schlafen werde ich heute hier oben und das Auto bleibt dann da stehen. Ist super hier auf dem Parkplatz, ist perfekt organisiert. Und meine Startunterlagen habe ich gerade abgeholt, ein paar Sachen unterschrieben, meinen Live-Tracker abgeholt. Und ja, ist ein cooles Team und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die ganzen Radeln und so. Schon einiges unterwegs, schon ein paar gesehen. Und man erkennt unser Eins ja relativ schnell. Ja, freue mich. Silk Road Mountain Race gefahren, hat im August stattgefunden. Es findet jetzt ja zum zweiten Mal statt. Guten Morgen um 4.13 Uhr. Das ist es doch genau, was du hören willst. Am Starttag, 2 Stunden, eine Stunde bevor man aufstehen will. So, jetzt geht's hier gleich los. Es ist 7:15. Die Leute sind alle schon so halbwegs versammelt. Entschuldigung. Die Nacht war ab 4 Uhr geprägt von einem schönen Gewitter direkt hier über uns. Aber ich lag ja in meinem VW-Bus. War wunderbar. Hab gut schlafen können. Die anderen, die zum Teil im Zelt geschlafen haben, wahrscheinlich nicht so ganz. Genau, da hinten steht meine Radl. Ich hab's gehört. Bis später. Der gestern hoffentlich aufmacht. Was ich euch mit auf den Weg geben kann, war die ersten 300-400 Kilometer. Das ist sachte. Die sind ziemlich heftig. Es wird da ziemlich heiß die nächsten Tage. Fallt in kein Loch. Bleibt gesund. Überschätzt euch nachts nicht. Der Audi ist ja hier total warm. Ah ja, er gönnt sich. Und bei dir? Als Fred. Als Fred. Wunderbar. Ja. Geile Kiste hast du da. Same there. Danke, danke. Coole Taschen auch. Ja, ich muss auch sagen. Also, die sind auf Mars. Ich weiß auch nicht genau, du. Ja. Sehr schön. Ah ja. Zweimal schon. Ja. Geiles Licht. Hammer. Hat ja 2 Stunden geregnet. Zwischen 4 und 6 und ja, jetzt dampelt es dann langsam. Eine Stunde 20 unterwegs. Pause gab es natürlich noch keine. Die Strecke ist schön. Es ist noch schön kühl. Es riecht nach nassem Waldboden. Wunderbar. Die Sonne ist zum Teil
direkt hinter den Wolken. Es wird manchmal schon so ein bisschen dampfig. Hier im Wald natürlich nicht. Radl funktioniert. Meine Banane ist leider gleich abgegangen, habe ich nicht gleich festgeklebt. Ansonsten alles gut. Ungewohntes Fahren. Gerade im Vergleich zu meiner letzten Tour mit dem Giant. Alles viel weicher. Natürlich durch die dicken Reifen und so. Aber ja, macht Spaß. Ja, so sehen hier teilweise die Wege aus. Richtig cool. Also gefällt mir voll. Streckenauswahl, Pluspunkt. Was auch richtig angenehm ist, dass alles ein bisschen nass ist. Und boah, das war ein Schlag. Ja, das ist ja mal gemütlich hier. Noch mal ein bisschen Verschnaufpause. War jetzt schon zum Teil ganz schön anstrengend. Ja, meine Beine melden sich auch schon. Nicht, also auch in der Kniegegend, aber nicht da vorne an dieser Patellaspitze. Gott sei Dank, hoffe ich. Ja, ich habe den ersten Verpflegungsposten. Also die haben so am Anfang auf den ersten 170 Kilometern so zwei Verpflegungsposten. Den ersten habe ich gleich mal überfahren. In 30 Kilometern oder was kommt bestimmt der nächste. Mal schauen, vielleicht halte ich dann da an. Ansonsten, ja, läuft noch alles wunderbar. Es ist noch nichts abgefallen, nichts kaputt gegangen. Funktioniert alles. Ich fahre jetzt gerade mal alleine, weil ein paar eben beim Verpflegungsposten stehen geblieben sind und ein paar sind vor mir. Es sind schon auch ein paar echte Viecher hier dabei. mit denen kann ich nicht mithalten. Safe. Und jo, genau. Ja, kann man lassen hier, oder? Ja. Ganz nett. Ja. Ja. Mal was essen, sitzen, oder? Richtig geil, sowas. Da mag man eigentlich reinspringen. Mache ich jetzt mal noch nicht. Aber diese 2 Minuten Pause, die ich jetzt gerade hier mache, war mir sehr willkommen. Für einen guten Marsch, ja. Kilometer 75 oder was. So Kilometer 84. Ich merke, dass ich gut schwach bin. Hunger, Durst.
Ich bin jetzt seit 4 Stunden 18 auf dem, am Radl. Hat eigentlich noch keine Pause gemacht. Jetzt wird es Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen trinken nachfüllen kann. Und lecker. Eine kleine Pause brauche ich jetzt einmal. Banane rein und dann geht's weiter. Richtig schön hier. Ich kenne die Strecke nicht, also muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit Geschwindigkeit und GoPro. Aber sau schön. Ich hoffe, dass man jetzt gleich noch einen Ausblick hat. Der Ochsenkopf ist irgendwie 1000 Euro. Da war ich jetzt gerade oben. Und jetzt geht's weiter. Erstmal zu Oma Gerda. Eine Verpflegungsstation auf Kilometer 100. Und ich hoffe, dass ich bis dahin irgendwo noch Wasser gefunden habe, weil jetzt bin ich nämlich leer. Und oh, jetzt muss ich irgendwo links rein. Oh ne, das ist der Weg. Genau, also macht Spaß. Ja, so ein Downhill Pro, der könnt ihr halt runterfetzen. Ich kann's nicht, gell? Also, da vorne sehe ich doch einen Radler. Den muss ich mir wohl noch schnappen. Mein Fahrrad ist sicher schwerer als seins. Sieht sehr schön aus, oder? Das wird nicht so bleiben, da kommt gleich wieder eine Rampe, du. Servus! Da kommt gleich wieder irgendeine ekelhafte Rampe, da bin ich mir sicher. Ah. Ja, was habe ich gesagt? Da ist wieder die Rampe. Birnbaum. Ja, das war jetzt mal ein netter Abstieg. Also schön. Hat schon was die Landschaft da hinten. Echt cool. Schön, sehr schön hier. Mir geht es trotzdem irgendwie auf den Sack. Diese ständigen scheiße kleinen Rampen.
Was für geile Trails hier. Wahnsinn. Gerade vorher konnte ich gar nicht filmen. War noch geiler. Bisschen anspruchsvoller vom Fahren. Alles voller Gras und wunderschön, ein bisschen rutschig. Ist ja die Toskana hier oder was ist? Ist ja ein Traum. Ist ja wunderbar. Aber dieses Radl auch. Ein Gesamtkomposium, was mir sehr, sehr gefällt. Wunderbär, wunderbär. Das Toskana-Feeling hier. Tuscany Trail lässt grüßen. Der Weg ist schritt da rauf. Also die 150 Kilometer bis hierher sind auf jeden Fall schon mal rentiert. Schaut euch das mal an. Ich muss jetzt gleich nochmal filmen hier. Das ist ein Traum. Richtig geil. Jawohl. Ah, das ist geil. Ich glaube, ich muss die Kamera weg tun, damit ich hier Gas geben kann. Das ist wie gemacht für meinen Radler. Ich kann doch nicht, das ist zu schön. So könnte ich hier die ganze Zeit fahren, du. Die ganze Zeit. Gegenwind hin oder her, scheißegal.
So die letzten Meter bis zum Badesee wieder, Trebgast, wo auch der Startort war. So, meine Freunde, aus ist, vorbei ist, Goa ist. 160 Kilometer, 8 Stunden noch was. Ich habe 760 Kilometer fahren wollen und habe jetzt diese Veranstaltung hier frühzeitig beendet. An was liegt's? Mir hat so ein bisschen die Freude am Fahren gefehlt hier. Hut ab vor allen, die im Mittelgebirge Fahrrad fahren. Ich kann das nicht. Das macht mich kaputt hier, diese ständigen Scheiß, diese Rampen. Und klar, die Abfahrten sind immer wieder schön und du kriegst ständig quasi eine kleine Belohnung für deine Mühen, die du hast, aber so habe ich nicht Radeln begonnen, so macht mir das keinen Spaß, so, ja, ich brauche ein großes Ziel, das Ziel kann heißen ein Bergpass, das Ziel kann heißen, in Meran Eis essen, in Venedig irgendwie ein Hotel finden oder weiß ich nicht. Das ist wieso ich eigentlich Fahrrad fahre. Das ist hier nicht so. Es ist super anstrengend gewesen. 3000 Höhenmeter bestimmt auf diesen 160 Kilometern. Ich habe mir schon ganz früh gedacht, jetzt komm, hör auf. Hat dann wieder viel Spaß gemacht, weil die Rampen dann eigentlich so zu einem großen Teil vorbei waren, ab einem gewissen Teil der Strecke. Dann war landschaftlich ist das ein Traum hier, das ist wie die Toskana. So, und ganz vielseitig, vielfältig, richtig schöne kleine Weiler und Zeug, also richtig toll. Ja, aber mir hat einfach die Vorfreude gefehlt und es ist für mich einfach ein cooles Hobby, das Ganze. Und da will ich Spaß haben. Das ist Gott sei Dank keine Arbeit für mich. Dann treffe ich halt dann eine Entscheidung, dann höre ich halt einfach auf. Und dann höre ich halt einfach auf. So wie jetzt. Die Organisation hier, muss man echt sagen, die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Das ist die erste Veranstaltung, die organisieren, so in diesem Ausmaß und so unsupported und so. Richtig viel Mühe gegeben und was cool ist, sie wollten das jetzt nicht nur Leuten, die erfahren sind, so wie ich jetzt zum Beispiel und wie viele andere, wie der Ben Stiller oder so, der Silk Road Mountain Race zum Beispiel gemacht hat. Hier gibt es super viele Erfahrene, aber auch viele, die nicht erfahren sind, also Rookies quasi. Und die wollten halt quasi zum Beispiel, indem sie Verpflegungsstationen aufgebaut haben, zwei Stück, es denen diesen Anfängern in Anführungsstrichen ermöglichen, über den Sonntag zu kommen, wo du halt nirgendwo einkaufen kannst, es gab auch keine Tankstellen, nix. Und das ist schon cool und das finde ich auch, also wenn man auf sowas steht hier, so auch für Höhenmeter und einfach mal ausprobieren, zur Not einfach aufhören, dann sollte man durchaus mal dran denken, ob man vielleicht das hier das nächste Mal macht, nächstes Jahr wieder mitmacht. Genau. Also für mich war es jetzt nichts. Mir hat einfach ein Bergpass gefehlt. Mir fällt es dann schwer, mich zu fokussieren. Und deshalb fahre ich morgen oder heute Abend nach Hause. Jetzt erstmal ist noch cool vorne, weil halt alle quatschen und tratschen. Ich muss zwar vielen erklären, wieso ich aufhöre, aber ja, genau. Also bleibe ich erst noch ein bisschen hier, trinke ein Bier und gehe jetzt mal erstmal im See. Mich waschen, duschen, ohne Handtuch, hab keins dabei, aber das wird schon gehen. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, die Bilder und auch die kleinen Videos, die haben euch schon einen Eindruck vermittelt, dass mit gerade die Trails, die waren richtig fein, die waren super geil. Und mein Radl war auch perfekt, also von die Laufräder waren richtig gigantisch. Die Reifen, wie immer, diese Reifen finde ich einfach sowas von geil. Die haben sich schön über alles drüber gewalzt, auch es war nass, es hat ja gewittert. Es war nass und regnerisch und schlüpfrig, auch auf der Wiese und so. War einfach perfekt, es hat alles gepasst, nur ich halt jetzt in diesem Fall nicht hierher in diese Art Rad zu fahren. Genau, ich laber schon wieder viel zu viel und das will ich eigentlich gar nicht, denn ich stinke.
und ich möchte jetzt Bier trinken. Deshalb. Sage ich. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht verunsichern. Das Ding ist schon hart hier. Ist hart, aber es ist schon mal auch machbar. Es ist einfach nur nicht meine Art, Fahrrad zu fahren. Nee. Yo, also, macht es gut und bis bald. Ciao, servus.